Ja, die Hamster sind los. Im Zuge dieser Corona-Krise haben viele Menschen Sorge und gehen einkaufen, Toilettenpapier, Nudeln, Reis etc. Und die werden jetzt als die Hamster dargestellt. Aber es gibt ja gar keinen Grund zum Hamstern. Und das ist absolut unnötig und ein Blödsinn. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Und das sind sowieso alle Verrückte, diese Hamster. Ich sehe das absolut anders. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und warum Hamstern falsch ist, aber trotzdem richtig. Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Jossmann von Survivorship Brilliance und schön, dass du dabei bist. Wir haben die Corona-Krise und nun gehen die Leute, viele Leute einkaufen und holen sich einen kleinen Vorrat nach Hause. Mehr oder weniger großen. Was passt schon rein in so einen Einkaufswagen oder in zwei. Und das sind jetzt Regale plündern und Hamsterkäufer. Und da gibt es Medien, die da sehr unaufgeregt und ganz entspannt darüber berichten, über das, was halt passiert. Und andere, die Leute, die das tun, so ein bisschen pathogen halt. Ne? So, ein bisschen ein Knall. Weil, ist ja überhaupt nicht notwendig. Und ob es notwendig ist oder nicht, das kann ich als Rainer Rossmann nicht beurteilen. Und das tue ich hier auch nicht. Aber, und das ist der ganz wichtige Punkt, denken wir ganz kurz mal über diese Corona-Krise nach. Ich habe vor eineinhalb oder zwei Wochen ein Video gemacht zum Thema der Betrug mit den Grippeschutzmasken und da habe ich auch unser neues Buch vorgestellt, Überleben in der Pandemie. Billige Eigenwerbung, ganz klar. Und nach diesem Video habe ich sehr viele Zuschriften bekommen, wirklich sehr viele Zuschriften, mehr als sonst, ja, nämlich wirklich. Und zwar, das meiste war einfach nur negativ. Rainer, du bist ein Panikmacher, das sind alles Halbwahrheiten, du machst den Menschen Angst. Schau dir das Video mal an, ganz unaufgeregt habe ich darüber gesprochen und gar nicht direkt auf das Coronavirus, sondern so ganz allgemein. Aber Panikmacher, weil die normale Influenza, die ist viel schlimmer. Da sterben viel mehr Leute und es ist viel gefährlicher und da kräht kein Hahn, was alles korrekt ist und das mag alles stimmen. Aber trotz alledem nochmal, du bist ein Panikmacher. Und denn du magst das ja nur, damit du dein Buch promoten kannst. Nur deswegen magst du das. Und das ist wirklich, dass du das magst, dass du damit Geld machst. Du bist ein böser Geschäftemacher, oder? Das Buch gibt es ja auch auf Amazon. Natürlich, billige Eigenwerbung auch wieder. Dieses Video gibt da den Link. Entweder kannst du es bei mir kaufen oder auf Amazon. Da schreibt mir so eine Pflaume. Der hat das Buch nicht einmal gekauft. Das ist das Beste. Schreibt da mal einen Kommentar. Es ist widerlich. Überleben in der Pandemie, wo die Menschen eh so viel Angst haben und eine Hysterie haben und alle total irre sind und der will das und der sowieso und überhaupt und ja. Gut, ist alles gut und schön. Aber ich stelle jetzt eine Frage. Zuerst heißt es, also vor zwei Wochen heißt es, jeder, der über das Thema redet und zwar auch ganz normal drüber geredet, ja, ist ein Panikmacher. Gut. Weil es hat ja im Grundtenor geheißen, wir sind bestens vorbereitet, alles überhaupt kein Problem, ist alles easy cheesy, was macht sich Sorgen? Und jetzt kommt der Punkt. Gestern sagt Bundeskanzler Kurz in Österreich und für euch Deutschen, ich habe auch für euch dann noch ein bisschen was, sagt er, und der Satz war sehr, sehr wichtig und auch richtig, die ganzen Maßnahmen, nämlich Schulschließungen, ja, sind meine Kinder auch betroffen und ich finde das gut, ich finde das wirklich gut. Ich bin auch geschäftlich davon betroffen. Ich finde das trotzdem gut, weil es notwendig ist. Aber er hat etwas gesagt, das ist ganz entscheidend. Und zwar, wir können uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es Europa, nicht Österreich, Europa härter treffen wird als China. Und wenn ich mir anschaue, was so in China los war, und wenn Bundeskanzler Kurz sagt, ja, und ich geht da jetzt nicht um Politik, aber wenn der Bundeskanzler sagt, es wird uns wahrscheinlich härter treffen als China, dann, oh, vor ein paar Wochen hat es grundsätzlich überall in allen Ländern, die Italiener, die haben halt nicht aufgepasst, die sind halt die Italiener, aber uns kann das nicht passieren. Und jetzt haben wir es in Österreich, ja, wir sind jetzt zwei Wochen später und beginnen da, wo vor zwei Wochen die Italiener angefangen haben. Und für alle Deutschen, ich vermute, aufgrund der Informationen, die mir von Fachleuten zur Verfügung stehen, nicht Verschwörungstheorie, sondern richtigen, echten Fachleuten zur Verfügung stehen, dass in zwei Wochen in Deutschland losgehen wird. Aber wir werden sehen, dazu komme ich dann noch. So. Und jetzt ändert sich auf einmal dieses Blatt und man sagt, oh, wir haben ein Problem, wir müssen Schule schließen und so weiter. Alles vernünftige Maßnahmen, wie ich meine. Gibt es auch andere Meinungen, aber das ist nicht der Punkt. So.
Und jetzt musst du mal vorstellen, vorher hörst du, das ist kein Problem, die das sagen, alle einen Knall. Und dann auf einmal haben wir doch ein Problem. Was glaubst, kommt bei vielen Menschen hoch? Glaubst du, oder Scheiße? Und glaubst du, dass die öffentliche Hand, der Staat, die Behörden und die Politiker, und mir geht es da nicht um einzelne Personen überhaupt nicht, sondern so als Gesamtheit, dass die recht gut wegkommen von der Glaubwürdigkeit? Ich weiß es nicht. Und es ist mir auch wurscht, ja, weil mich das politisch alles überhaupt nicht interessiert. Der Punkt ist, dass jetzt Leute Angst kriegen, und das ist ganz normal. So. Aber dass man jetzt dann auch noch die Leute so ein bisschen als Idioten abstempelt, das ist wirklich echt voll die Höhe. Das ist richtig top gemacht. Dankeschön dafür. Weil das bringt uns nämlich auch nichts. Es mag schon sein, dass Hamstern natürlich ein Problem ist. Ich verstehe das schon für die Lieferketten, für die Unternehmen. Und dass man sagt, Hamstern, das ist irgendwie asozial. Das mag schon sein, das mag alles sein, aber es ist ein ganz natürlicher Trieb. Ich habe ein anderes Video gemacht, das ist auch schon ganz lang her, am Reini Rossmann Kanal. Ich gebe da oben den Link. Und zwar, da habe ich über meine Oma, ja, väterlicherseits gesprochen, wo auch viele Leute mal geschrieben haben. Also erstens einmal, meine Oma kann es nicht geben, also das ist eine Geschichtel, was ich erzähle, weil das kann überhaupt nicht sein, der hat das ausgerechnet, Mathematik-Genie übrigens. Das kann nicht sein, weil ich bin viel zu jung. Alter, ich bin 42 Jahre alt, wenn ich viel zu jung bin, dass meine Oma im Zweiten Weltkrieg meinen Vater durchgebracht hat als Kleinkind, dann weiß ich nicht, Rechengenies sind mal die einen. Die anderen, die sagen, deine Oma, die hat einen Knall. Lieb geschrieben, weil die hat nämlich, die war nicht so Krisenvorbereitung, sondern die hat einfach so eine psychologische Störung gehabt, deswegen hat sie so viele Sachen daheim gehabt. Weil wie man, schaut euch das Video an, oder ich gebe da auch unten den Link auf die Oma-Liste, da habe ich die Sachen aufgelistet, die wir bei der Oma gefunden haben, nachdem sie gestorben ist. Also, es kann ja alles sein, kann ja eh alles sein, dass die Oma vielleicht einen Tick gehabt hat, ja. Aber diese Frau hat als junges Mädchen den Ersten Weltkrieg mitgemacht und als Frau gemeinsam mit meinem Vater, der im Krieg auf die Welt gekommen ist, als Baby, sie ist im Bombenkeller mit ihm gesessen, hat ganz tiefe Erlebnisse gehabt und hat deswegen einen Krisenvorrat daheim gehabt. Ah, meine Oma war also ein Hamster und war eine Verrückte. Ist alles in Ordnung, ich komme mit dem emotional total zurecht. Aber wenn wir beginnen, Krisenvorbereitung, die auch vom Zivilschutzverband in Österreich oder dem Zivilschutzverbänden oder wie auch immer das in Deutschland und in der Schweiz heißt, du kannst es dir ja anschauen, die sagen, man sollte mindestens für 2 Wochen Vorräte daheim haben. Und jetzt kommen die Leute drauf, verdammt nochmal, ich kann nicht einmal 3 Tage durchkommen, weil ich nicht genug Klopapier oder sonst irgendwas daheim habe, weil ja eh immer alles da ist. Und jetzt komme ich drauf, dass ich ein Problem habe und jetzt gehe ich einkaufen, dann bin ich ein Plünderer, der die Regale ausplündert, obwohl ich ganz mich anstelle, ja, es gibt ja die Bilder auch aus Wien heute, die stellen sich ganz lieb an und warten, ja, und zahlen dann nachher auch, wenn die plündern gehen würden, dann würden die ihnen die Scheibe einschlagen und ihnen in die Goschen, wie man in Österreich sagt, und das einfach stehlen. Die Leute haben jetzt Angst und gehen einkaufen. Und wenn man sich über das lustig macht und wenn man das witzig findet und wenn man das auch noch politisch ausschlachtet, dann ist das nicht gut. Dann tut man dem Zivilschutz und dem Katastrophenschutz nichts Gutes. Das ist ein Bärendienst, das ist wirklich ein Bärendienst. So. Die Frage ist dabei jetzt die, wenn ich mir anhöre, ich habe heute das eine habe ich gehört, das andere habe ich gelesen, wo Psychologen darüber diskutieren, warum die Menschen hamstern gehen. Wenn man immer, und so nach dem Motto, das sind ängstliche Menschen, es gibt Menschen, die sind ängstlich und andere sind nicht ängstlich, das ist natürlich alles korrekt und ich bin kein Psychologe, ich will den Fachleuten und Fachmännern und Fachfrauen da nichts reinreden, nur so zum drüberdenken. Und die einen, die sind halt recht ängstlich und man soll ihnen das halt lassen, weil eigentlich bringt es nichts, wenn sie sich ein paar Nudeln nach Hause legen, weil das tun sie nur für ihre Psyche, weil eigentlich in Wahrheit bringt es ja nichts. Also wenn Psychologen ab jetzt beginnen, in Zivilschutz einzugreifen, nämlich was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, dann weiß ich nicht, in welchen Zeiten wir leben. Noch einmal, der Zivilschutz will, dass du daheim vorbereitet bist.
Das heißt nicht, dass du durchdrehen musst. Ah. Eine ganz entspannte Beziehung zu dem Thema Gefahr und Krise aufzubauen und Antworten zu haben, das ist sinnvoll. Nämlich für dich und für die Gesellschaft, für alle. Wenn nämlich umso mehr Leute unabhängig daheim 2-3 Wochen durchkommen, ohne dass sie auf die Straße gehen müssen und dann wirklich plündern müssen, ja, oder den Nachbarn in die Goschen hauen, ja, dann ist das gut für die Gemeinschaft und für die einzelnen Familien. Das heißt, Zivilschutz geht uns alle etwas an. Und es ist im Interesse des Staats, der Öffentlichkeit, von uns allen, dass so viele Menschen wie möglich so resilient, wenn man so ein cooles Wort dafür verwenden will, widerstandsfähig wie nur irgendwie möglich sind. Und wir können ja über die Gefahren ganz vernünftig reden. Wir brauchen nicht vom Alien-Angriff reden, sondern Stromausfall ist ja mittlerweile eh bei fast allen angekommen, dass sowas möglich ist. Nur wie viele haben denn wirklich Vorräte daheim? Wenn das viele wären, dann würde es keinen Hamsterkauf geben, weil wer stellt sich 4 Stunden beim Supermarkt an, um dann 2 Packungen Nudeln und 2x Klopapier rauszunehmen? Anscheinend niemand. Was ist, wenn im Zuge der Klimaveränderung, die immer da ist, schon immer da war und immer sein wird, aber die wir jetzt aktuell haben, diese Veränderung, da sagen uns viele Wissenschaftler, dass es zu Überschwemmungen und zu Sturmschäden und so weiter kommt. Man spürt das ja auch schon. Also da, wo ich lebe, ist viel mehr Sturm, wenn ich mit den alten Leuten rede und sage, das haben wir früher nie gehabt, das mag ja alles sein, aber verdammt nochmal, da muss ich mir halt was überlegen. Was ist, wenn es einen massive Überflutungen gibt? Darauf muss ich vorbereitet sein, dass man nicht immer alles im Griff haben kann, das stelle ich ja gar nicht, das ist ja ganz klar. Aber umso mehr Leute daheim einen Krisenvorrat für 2 Wochen autark daheim haben, umso besser für die Menschen, die es haben und für die Gemeinschaft. Und das ist der Punkt. Und ich finde es falsch, absolut falsch, diese Menschen jetzt blöd dastehen zu lassen. Ich werde häufig gefragt zum Thema Coronavirus. Ich bin kein Experte, ich bin kein Biologe, Immunologe und Virologe oder Hygienearzt. Ich habe die Manu und die Manu, über die sich auch einige lustig gemacht haben, eine namenlose Biochemikerin, wer kennt die schon? Ich meine, wer kennt dich? Ja, wer kennt dich? Ja. Aber es ist ganz nett, anscheinend ist das Thema sehr emotional und man muss einfach die Leute so ein bisschen persönlich anpixen, damit es einfach viel, viel, viel interessanter wird. Aber der Punkt dabei ist, die Manu recherchiert das alles und hat das auch alles mit in dieses Buch reingegeben. Und das ist nicht irgendein Quiquaquatsch, was es jetzt auf Amazon gibt, wo die einfach Wikipedia kopieren und reingeben, sondern die Manu hat hier wirklich Grundlagenarbeit geleistet, ja? Und zeigt dir im Prinzip Know Your Enemy, kenne die Gefahr, damit du weißt, worum es geht. Aber ich bin da kein Experte drin, was die gesamten biologischen Sachen betrifft, nämlich, und das ist wichtig, ich weiß nicht alles. Aber du brauchst nicht alles wissen, sondern du musst nur alles verstehen. Und die Dynamik, die sich aktuell hier jetzt zeigt, und ich rede nicht von der Zeitung, was in der Zeitung steht, sondern was namhafte Wissenschaftler sagen, ist die Sache nicht so locker vom Hocker. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle sterben müssen, sondern es geht verdammt nochmal darum, dass wir die Infektionen, die uns treffen werden und die 10%, 12%, 15% an schweren Fällen von den Erkrankten, das ist ein fixer Wert, zwischen 15% und 10% sind die Werte, ja? Das sind die Menschen, die wirklich wahrlich in ein Krankenhaus müssen. Und von denen sind noch einmal ein kleiner Prozentteil, die nicht nur ein bisschen an Sauerstoff brauchen, sondern die künstlich beatmet werden müssen. Das sind so 2-3%, ich weiß es nicht. Und das ist auch nicht wichtig. Aber die Dynamik habe ich verstanden und das solltest doch du. Das bedeutet, wenn wir in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viele Kranke kriegen, dann werden von diesen Kranken gesagt, das ist eh so mild und die Influenza ist ärger. Ja, eh. Aber von den kleinen Prozentsatz,
Von den Großen gibt es einen Prozentsatz, die ein Problem haben. Und umso mehr Infizierte wir haben, umso mehr 10, 12, 15 Prozent an schweren Fällen kann es geben, die ins Krankenhaus müssen. Und das sind dann verdammt viele. Die kommen on top drauf an das Problem. Geh jetzt oder geh, wenn es einen Monat, ja, in die HNO-Ambulanz gehst. Ja? Danke an alle HNO-Ärzte, die dem Patrick immer helfen, wenn ihr auch zuschauen solltet. Der Punkt dabei ist, wenn du in die HNO-Ambulanz gehst, ja, zu ganz normalen Zeit, die ist gerammelt voll. Und da wartest du. Und die sind alle bemüht, es liegt nicht daran, dass die Kaffee saufen, sondern sie sind einfach massiv überlastet. Und da hauen wir jetzt on top noch einmal was drauf. Wenn man das nicht verstanden hat, ohne alles zu wissen, dann sollte man nicht mitreden. Wirklich, dann sollte man nicht mitreden. Traurig. Und dann auch noch auf die Menschen, die da durch diese Dynamik und noch nicht ganz verstanden haben, was die Sache ist, aber in der Zeitung halt hören, dass es schwierig wird, haben es dann gehen auch noch hinzubecken, finde ich absolut falsch. Absolut falsch. Und das ist mein Statement dazu. Nummer 1. Klar, billige Eigenwerbung, ganz klar. Das Buch auf Amazon oder bei mir kaufen, wie du magst, gibt es auch als E-Book für alle, die Angst haben, dass es nicht mehr verschickt werden kann, wobei, das ist kein Thema. Wir haben auch genug auf Lager, es ist gar nicht das Problem. Oder kauf es auf Amazon, ist auch recht. Wenn du dir meine Oma-Liste oder die Liste von meiner Oma runterladen willst, ich gebe da oben den Link auf das Video, schau dir das ganze Video an, wo ich darüber spreche. Und da haben wir schon darüber gesprochen, da war Coronavirus noch überhaupt kein Thema. Oder du kannst sie dir unten runterladen, gebe ich da auch den Link dazu. Don't be scared, be prepared. Wir brauchen uns nicht fürchten, wir brauchen nicht hysterisch sein, Panik oder sowas, um das geht's gar nicht, sondern es geht darum, einen gelassenen Zugang zu diesem Thema zu haben, damit wir dann reagieren können. Und das fängt im Kleinen an in der Familie, geht in die Kommune oder geht einmal in die Nachbarschaft, dann in der Kommune, im Ortsverband oder im Stadtviertel und wird dann immer größer. Und wenn jeder seine Hausaufgabe gemacht hat, wirklich seine Hausaufgabe gemacht hat, dann ist es noch immer kacke, diese Situation. Aber dann ist es viel, viel besser als nichts. Alles Gute. Ich hoffe, ich habe dich nicht verschreckt. Schreib mir einen bösen Kommentar, wenn du magst. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all dem Produkt unten. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald, dein Reini Hausmann.